Folgendes Projekt steht heute an. Wie man sehen kann, sind die Kabel hier ziemlich zerfleddert. Das ist der Hänger von meinem Cousin und der hat kürzlich einen Wurf Hunde bekommen, also ich glaube, weiß ich nicht, 10 Stück oder so. Und nachdem der Hänger auf dem Hof stand, haben die Hunde sich an diesem Kabel, sag ich mal, bedient und haben das komplette Kabel zerfressen, haben den Stecker abgerissen und jetzt heißt es, dass dieses ganze Ding wieder neu gemacht werden muss. Das wurde offensichtlich schon mal repariert. Ich habe das hier mal aufgemacht. Also hier ist schon mal zusammengetüdelt worden, denn hier sind die Originalfarben und das sind hier nur schwarze, 4 schwarze und ein gelbes. Und hier genau das gleiche. Hier wurde das offensichtlich mal repariert und dann sind hier nur schwarze Kabel dran. 30 cm. Ab in die Werkstatt. Hier wäre also der Stecker sauber abgerissen. Kein Kabel drin gelassen. Also komplett abgerissen. Was habe ich hier noch? Ich habe hier einen 13-poliges Kabel. So was muss man irgendwie immer zu Hause haben, wenn man Autohänger hat mit 13-poligen Anschlüssen. Mal abgesehen davon, am Defender habe ich natürlich auch 13-polige Anschlüsse angebaut und habe das komplette Kabel bis vorne in den zum Sicherungskasten gelegt, so dass das vernünftig angeschlossen und abgesichert ist. Da war nämlich vorher nur ein 7-poliges dran. Also 13-poliges Kabel, dann ein bisschen Ummantelung, Kabelummantelung, also aus Kunststoff. Und was ich mir ausgedacht habe für die Hunde, das ist hier ein Edelstahlschlauch vom Heizungsbau oder so, keine Ahnung. Habe ich von meinem anderen Cousin bekommen. Den kann man schön zusammendrücken, dann wird er ganz dick. Und wenn man auseinanderzieht, dann schließt er sich schön um das Kabel rum. Den hätte ich mir vorgestellt für den letzten Meter, der rausguckt, so dass die Hunde hier vielleicht nicht mehr wirklich drauf rumbeißen, beziehungsweise dass dann nichts passiert, wenn sie drauf rumbeißen. Und damit das Ganze ordentlich anschließbar und vielleicht sogar wieder auch abziehbar ist, solche Stecker hier. Ich hatte gesagt, ich brauche 1,30 m. 1,40 m schadet auch nichts. Zu 1 m. Die ersten 30 cm von dem Kabel hier werden aufgesplittet. Ich habe mir hier nochmal einen Ausdruck gemacht für so einen Hängeranschlussstecker und ich habe mir aufgeschrieben, welche der Kabel jetzt rechts und links waren. Linke Seite war schwarz, gelb, und jetzt kommt der Clou. Kommen solche Stecker hier. Steckerbuchse. Und zwar ist das ein 5er. Einmal und das ist auch ein 5er, zweimal. Die kommen daran. Dazu muss ich die Handschuhe ausziehen. Bevor man anfängt, immer die gelben Dinger drüber ziehen. Macht sich viel einfacher.
solange die Isolierung noch dran ist. Ganz kurz abisolieren. Bisschen drehen. Reinlegen. Und mal kontrollieren, dass sie schön gerade sind. Festmachen. Zack. Und jetzt kommen die gelben Teile ganz knapp dahinter. Und jetzt kommen die Teile reingesteckt. Man muss nur einmal gucken, wie rum. Mit Rot-Weiß fangen wir an. Zack. Gibt einen kleinen Klick und dann sind sie drin. Jetzt kommt der hier drüber. 1, 2, 3. Geht nämlich da rein, sodass die sich nicht mehr rausziehen können. Und dann hakt das rechts und links ein so. Okay, beide Dinger fertig. Jetzt mache ich hier diese Kabelisolierung rum. Um beide. Beginne hier. Damit die im Hänger ein bisschen geschützt sind. So. Das hier auch ein bisschen. Und jetzt kommt der Schlauch hier drüber. Und wird genau hier fixiert. Und hier, das Ende sieht so aus, wenn wir den jetzt schön lang ziehen, zack, dann passt er genau rein. Aber dieses Ende müssen wir jetzt folgendermaßen machen. Wie beim Stecker, beim Schuko-Stecker drauf machen, muss man aufpassen, dass man hier die Dose als erstes, also den Verschluss als erstes drauf macht. So, und an dieses Ende hier kommt jetzt auch abisolieren. Schön zusammendrehen. Und dann kommen Ader-Endhülsen drauf. Aber dazu muss das wirklich perfekt zusammengedreht sein. Und dann mit 1,5 Quadrat festgedrückt. So sind sie noch klein genug, dass sie hier auch reinpassen, aber haben ein schönes Ende. Diese ganzen 10 Kabel müssen irgendwie hier reingefriemelt werden, so dass sie alle passen. Teilweise müssen 2 in 1
zum Beispiel die Masse weiß, die geht ja in beide Richtungen, an beide Seiten des Hängers, nach rechts und links. Und daher muss hier unten der mittlere, also der hier, der kriegt also weiß, beziehungsweise weiß und gelb-weiß. Erstmal die mittleren hier anfangen, da müssen nämlich zwei rein. Das dürfte ein bisschen trickreich werden. Ah ja. So. Was ich wieder mal lernen musste, ist, dass diese Beschreibung hier nicht ganz stimmt. Also hier ist ja der Stecker dargestellt, wie er so dann angeschraubt wird. Ja, mit dem Pinökel hier unten sozusagen. Und wenn man das Ganze so sieht, so wie man es ja hier auch sieht, ist das Ganze prinzipiell richtig, aber dann müsste ja die Bremsleuchte rot hier so sein. Da. Aber da ist sie nicht, sondern auf der anderen Seite. Das heißt, man muss hier in dem Fall nicht den Stecker sehen, sondern die quasi andere Seite dazu. Also so muss man das sehen. So ist rot hier, grün hier, braun hier. Also dann passt das wieder. Das ist irgendwie ein bisschen falsch dargestellt. Ich habe es auch gerade kurz nochmal gecheckt am Auto, ob das wirklich so ist. Nicht, dass ich das Ganze jetzt zusammenschraube und dann ist es irgendwie, muss ich das alte auseinandernehmen. Aber jetzt kann ich diesen Stecker hier zusammensetzen. Und zwar, das kommt mal hier hin. So. Teil. So. Das Gummiding hier so rein. Plasteteil oben drüber. Das Ganze jetzt so festgeschraubt. Jetzt haben wir einen schönen Anschlussstecker für einen Hänger. Und zwar für den Hänger. Und morgen, wenn es dann wieder hell ist, dann werden die ganzen Sachen hier an die zwei anderen Enden vom Hänger rangetüdelt. Und zwar genauso, wie ich die Stecker hier angebaut habe, kommen dann quasi diese Steckdosen oder wie auch immer Stecker an den Hänger ran und dann kann das Ganze verkabelt werden. Beziehungsweise eigentlich nur noch zusammengesteckt werden. Abisolieren, dann die kleinen Pinökel drauf und danach die Stecker hier ran. So, jetzt habe ich mir die beiden Stecker hier, die ich angebaut habe, zurechtgelegt. Das hier ist für die Seite und das mit dem Grün ist für die andere Seite. Jetzt muss ich das korrekt zusammenstecken. Hier drauf achten, auf die Nase. Die ist dann hier. Das heißt, schwarz kommt als erstes. Und zwar so.
hier vorne raus. Jetzt kommt das hier da rein. Und zwar richtig rum. So rum. Geht nur in eine Richtung, deswegen schön vorsichtig rein damit. Und reindrücken. Fertig. Jetzt können die schon mal zusammen. So, jetzt muss ich die Kabel nur noch irgendwie ordentlich verlegen hier. Am besten hier so rein. Aber das wird nicht hier vorbeigehen. Leider. Also mache ich das. Gut. Alles verlegt. Ordentlich festgemacht. Kann man hier wieder drüber packen und in den Aufbewahrungsstopfen machen. Ich spare mir jetzt das Testen. Ich gehe davon aus, dass ich es richtig angeschlossen habe. Muss funktionieren. Die Farben sind ja eindeutig. Also alles wieder in Ordnung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Hunde hier noch was machen können.